Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade jetzt in der Pandemie, in den harten Wochen des Lockdowns und angesichts vieler Verunsicherungen ist eins wichtig. Die Menschen in Deutschland können sich auf die soziale Sicherheit, auf den Sozialstaat verlassen. Dazu hat der Koalitionsausschuss gestern wichtige Entscheidungen getroffen für weitere Unterstützung und Hilfen. Und ich bin froh, dass der Koalitionsausschuss zum einen meinen Vorschlägen gefolgt ist und zum anderen, dass Olaf Scholz den wirtschaftlichen und finanzpolitischen Kurs in Deutschland bestimmt. Klar ist, die Corona-Pandemie trifft uns alle, aber manche eben auch härter als andere. Wer eh schon wenig Geld hat, muss den Euro zweimal umdrehen. Viele Menschen kommen an ihre Grenzen, auch an ihre finanziellen Grenzen, je länger die Pandemie dauert. Und gerade Familien stehen derzeit stark unter Druck. Deshalb helfen wir schnell und pragmatisch. Denn der Schutz vor dem Virus darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Wir lassen nicht zu, dass die sozialen Folgen des Lockdowns dazu führen, dass Menschen alleine gelassen werden. Deswegen stellen wir hilfsbedürftigen Menschen kostenlos medizinische Masken zur Verfügung. Deshalb habe ich die Jobcenter angewiesen, die Kosten für digitale Endgeräte zu übernehmen, sofern die Schule dies nicht für Distanzunterricht zur Verfügung stellt. Deshalb gibt es einen Corona-Zuschlag in Höhe von 150 Euro für Erwachsene in der Grundsicherung, um die Mehrkosten der Pandemie zu stemmen. Und deshalb bekommen Familien nochmals einen Kinderbonus von 150 Euro pro Kind, der nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird. Wenn Kitas, wenn Jugendclubs, wenn Sozialkaufhäuser, wenn Seniorentreffs geschlossen haben, fehlen plötzlich viele Angebote. Gleichzeitig steigen für viele Menschen Kosten, etwa für Hygieneartikel, für Schnelltests, für Strom oder eben auch die Förderung von Kindern. Die jetzt beschlossenen Maßnahmen helfen nicht nur sozial, sie sind auch wirtschaftlich vernünftig. Denn sie stärken die Kaufkraft, das hilft der Wirtschaft und letztendlich sichern wir auch damit Arbeitsplätze. Ich bin auch froh, dass gestern beschlossen wurde, dass die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie verlängert wird. Damit öffnen wir ein Stück weit das Fenster für die Zeit der Öffnung, nach der wir uns alle sehnen, wenn wir wieder in Restaurants und Kneipen gehen können. Und wir unterstützen damit eine besonders hart getroffene Branche zusätzlich, nämlich die Gastronomie. Ich bin auch froh, dass Gleiches für den Kulturbereich gilt, dass gestern eine zusätzliche Milliarde für den Kulturbereich vereinbart wurde. Zusätzlich geben wir Menschen, die jetzt in der Grundsicherung sind oder in die Grundsicherung fallen, Sicherheit und Perspektive. Wir haben uns gestern auch darauf verständigt, den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung zu verlängern. Der wäre sonst am 31. März ausgelaufen. Es ist wichtig in der Pandemie, dass auch dieser Schritt gelungen ist. Denn wer jetzt in Grundsicherung fällt, muss sich keine zusätzlichen Sorgen um das Ersparte oder seine Wohnung machen. Meine Damen und Herren, mir ist wichtig, dass wir in dieser Krise unsere Gesellschaft sozial zusammenhalten, dass wir die gesamte Gesellschaft im Blick haben. Deshalb sichern wir mit der Kurzarbeit Millionen von Arbeitsplätzen. Deshalb unterstützen wir Unternehmen mit Wirtschaftshilfen und jetzt auch mit verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten, um gut durch die Krise zu kommen. Das sichert Arbeitsplätze und es zeigt, wir kämpfen nach wie vor mit Erfolg um jeden Arbeitsplatz in Deutschland. Und wir unterstützen diejenigen, die es jetzt besonders schwer haben. Die Menschen haben in diesen Zeiten der Pandemie oftmals Angst um ihre Gesundheit oder die Angst um die Gesundheit ihrer Angehörigen. Mein Ziel als Arbeits- und Sozialminister ist es, wo immer es geht, Menschen zusätzliche wirtschaftliche und soziale Sorgen von der Schulter zu nehmen. Und deshalb haben wir gestern aus meiner Sicht gute Beschlüsse gefasst, die wir jetzt auch zügig gesetzgeberisch umsetzen werden. Ich freue mich auf Ihre Fragen.